Ja, hallihallo und willkommen zurück im Café der Geschmacklosigkeiten. Wir haben ja die drei Rezepte gesehen. Ja, und ich bin da immer noch fassungslos drüber, sage ich mal so. Wir werden auf jeden Fall erstmal die Kellnerin suchen müssen, damit wir nämlich eventuell einen Code bekommen. Und Diamant Dietrich, vielleicht können wir damit die Münze rausholen. Und das können wir tatsächlich. Führe den Dietrich durch die Öffnung in den Scheiben zur Mitte des Schlosses. Diese Geräusche. Na komm schon. Hä? Hä, bin ich nicht in der Mitte? Aha. Okay, wir nehmen uns die 50 Cent. Ich würde... Ja, ich bin ehrlich, ich glaube, ich würde jetzt keinen Kuchen mehr essen, nachdem ich die Rezepte gesehen habe. So, die Glocke ist defekt. Da müssen wir mal schauen, wie wir die reparieren können. Da fehlt irgendwie so ein Ding. Ich glaube, der Klingelknopf ist tatsächlich auch hier in diesem Automat drin. Wenn das jeder Gast machen muss, der in diesem Café essen möchte oder mit der Kellnerin sprechen möchte. Oh, Prost, Mahlzeit. Also Erlebniscafé. Ja, da ist er. Ui. Ui. Order anything you like. We'll have it out in a jiff. Bestell dir, was du möchtest. Wir haben es gleich da. Ja, sie sieht aus wie jemand aus den 60er Jahren. Gefällt mir aber gut, muss ich sagen. Und wir suchen uns was aus. Spiegeleier mit Speck, mit Käse, mit Steak. Pfannkuchen mit Äpfeln, mit Nüssen, mit Pilzen. Waffeln mit Eier, mit Speck, mit Würstchen. Waffeln mit Speck? Okay, auf jeden Fall sieht die Speisekarte schon mal viel besser aus. Hamburger, Cheeseburger, Hotdog. Suppe mit Pilzen, Suppe mit Chicken Wings. Offenes Sandwich mit Schinken und Käse, mit Hühnerbein oder mit Thunfisch. Extras, Gurken, Tomaten, Zitrone, Zwiebel, Öl. Wir müssen leider diese komischen Gerichte herstellen. Also ich wäre ja tatsächlich für ein ordentliches Steak mit Spiegelei drauf, schön Pilzen, schön Käse, Barbecue-Soße natürlich auch noch. Aber wir müssen leider das andere nehmen. Also wir müssen Karotte nehmen. Können wir den nehmen? Karotte können wir nicht anklicken. Nee. Ah nee, hier können wir Karotte anklicken. Nee, auch nicht. Okay, das erste Menü, das war doch Pfannkuchen mit Äpfeln, Ketchup und Honig. So. Mit Ketchup. Und? Nee, nee, es war nicht. Ah, hier. Okay, das war das erste Gericht. Das zweite war, glaube ich, Karottensaft mit Zitrone. Ach nee, Hamburger mit Schokolade und Gurken. Oh Mann, es widerstrebt mir, so eine Hässlichkeiten zu bestellen. Hamburger. Was war das jetzt? Schokolade? Und Gurken. Okay. So, das dritte Gericht. Frische Karotten, Zwiebelsaft mit Zitrone. Oh Mann. Mir wird schon übel. Aha, sie hat den Ring. Das Spiegelteil. Was für eine seltsame Kellnerin. Sie hat mir ein seltsames Objekt gegeben und wartet jetzt darauf, dass ich herausfinde, wie man es benutzt. Vielleicht wird es einfacher als gedacht, dieses Rätsel zu lösen. Nachdem ich einen genaueren Blick auf meine Umgebung geworfen habe, stellte ich fest, dass im Spiegelrahmen ein ähnliches Objekt zum Fehlen scheint. Aha. Okay, wir müssen aber trotzdem erstmal dahin gehen, müssen das Spiegelteil einsetzen und können durch. What? Who
Oops, I forgot to mention the traps. Na toll, nette Kellnerin, die so harmlos aussieht. Und wir sind in irgendeinem Tunnel. Schau dir diese antiken Ruhen an, wie alt dieser Tunnel wohl ist. Und wie konnte dieser Ort neben einer modernen Metropole bestehen bleiben? Oh, ja, wir haben hier eine gefallen. Ich kann dort nicht hineingehen, solange ich die Falle nicht entschärfe. Sicher ist der Schalter irgendwo in der Nähe. Ja, bestimmt. Aha. Deaktiviere die Fallen. Ein Klick auf eine Falle aktiviert oder deaktiviert alle benachbarten Fallen. Mhm. Frage ist jetzt, was ist deaktiviert? Ist jetzt die Frage, ob die blau oder grün sein müssen. Also grün müsste ja eigentlich aktiviert sein. Ach, weißt du was? Wir machen das jetzt auch mal einfach blau. Ist irgendwie logischer, glaube ich. Boah, ich hasse solche Spiele. Oh. Tja, da waren wir ja schon mal. Toll. Ja, gut. Geschafft. Weil die leuchten ja alle so schön. Und die Musik ist gerade wieder so schön. Wo sind wir denn hier? Geheimzentrale. Ich nehme mal an, wir werden jetzt die jungen Damen kennenlernen, die auf dem Dach in Lack und Leder rumgelaufen sind. The oldest keeper is waiting for you. Die älteste Wächterin erwartet uns. Mhm. The oldest keeper is waiting for you. Ja. Danke. The oldest keeper is waiting for you. Okay, hier kann man nirgendwo reingehen. Können wir was mitnehmen? Sieht nicht so aus. Na gut, wir gehen mal nach rechts. Um dieses Puzzle lösen zu können, muss ich die fehlenden Teile finden. Was haben wir denn hier? Eine Ninja-Kämpferin, die eine Vielzahl von Klingwaffen gemeistert hat. Sie nahm an vielen historischen Schlachten teil. Das war Zhu Shen von 396 bis, was, 1427? Ich bin nicht gut im Rechnen, aber ich glaube, sie war ein bisschen uralt. Und warum ist sie dann gestorben? Jeanne d'Arc, 1412 von 1431. Jeanne d'Arc ist eine legendäre Kriegerin. Sie führte eine Armee von Menschen, die für die Freiheit von Frankreich kämpften. Die Dunklen ließen sie an eine Säule fesseln und verbrennen. Mhm. Marilyn Monroe. Hä? 1926 von 1962. Ein Film- und Fernsehstar, die ihren Einfluss nutzte, um den Einfluss der Dunklen von Kinoleinwänden und aus dem Radio fernzuhalten. Auch was. Hier haben wir Anne Bonny von 1700 bis heute. Okay, sie ist auch schon ein bisschen älter. Die berühmteste Seefahrerin in der Geschichte der Wächter, Meister und Herrin der Meere und der Albtraum der Dunklen. Sie ist derzeit an einer Tiefsee-Exploration beteiligt. Wen haben wir hier? Urmutter Zara.
Unbekanntes Geburtsdatum bis 1100. Die erste Wächterin, die die Anwesenheit der dunklen Mächte unter den Menschen entdeckte und begann, sie zu bekämpfen. Sie ist die Gründerin des Ordens. So, die haben wir ja schon gehabt. Jandak haben wir auch schon gehabt. Wer bist du? Fatima Yassin von 682 bis 1603. Sie verdiente ihren Ruhm durch die Offenlegung der Verschwörung gegen den Sultan von Almoraviden und die Rettung von 1000 Menschen in den Goldminen der Dunklen. Ja, es ist eigentlich schön, also, aber ja. Wir gehen mal zur Wächterin. Und die. Welcome, Kate. We're glad you're finally with us. Willkommen, Kate. Willkommen bei uns. Bei uns? Was meinst du damit? With you? What do you mean? We are an ancient order that protects mankind from evil forces, from the monsters you encounter today. Aha, ein uralter Orden zur Bekämpfung der Monster, die wir heute gesehen haben. Warum hast du mich hergebracht? Hast du meine Mutter gekannt, Janus? Did you know my mother? We brought you here because, like your mother, you belong to the Order. Your mission is to help us fight the Dark Ones. The first step on the path of your destiny is learning how to fight. You will begin your training at the gym. Boah, nee, Sport. Super. Wer hat sie nicht zu sagen? So, du bist hier, du bist ein Teil von uns. Deine Aufgabe ist es, uns zu helfen und jetzt ab zum Training. Ich glaube, sie hat sie nicht mehr alle. Ich will mich nicht beklagen, aber Sport? Auf der Karte fehlen zwei der kämpfenden Parteien. Moment, kann ich das Pferd mitnehmen? Nee. Was haben wir denn hier noch? Diese Kleider sind Replikate der Kleider der Frauen auf den Porträts. Warum waren drei Schlösser notwendig? Was ist in diesem Ding? Um die Dunklen zu bekämpfen, benutzen wir ein ausgeklügeltes Such- und Verfolgungssystem. Mhm. Und was ist da? Ich traue mich nicht zu kicken. The red dots indicate the locations of keepers. Aha, die roten Punkte zeigen uns also die Wächter an. Viele sind es ja nicht, ne? Ja gut, sie hat eine sehr sympathische Stimme, ich bin da mal weg. Oh, Gott sei Dank, das ist nicht die Turnhalle. Dieser Spiegel ist eine Antiquität. Mhm, hier sind Granatäpfel, hier ist noch eine Figur. Oh, wir nehmen mal die Schale mit, warum auch immer. Kravum. Hä, was steht denn da mal? Moment mal. Es ist leer. Ich glaube, dass sich darin ein Geheimfach verbirgt. Würde ich mal vermuten, da fehlt bestimmt noch etwas. Und an den Kleiderschrank kommen wir natürlich auch nicht ran. Moment, das haben wir schon mal für das Spiel. Das ist die Brille, die haben wir noch. Okay. Moment. Können wir das Chakram da reinsetzen? Nee. Ah, new blood. Oh nein. Let's start with throwing the chakram. Ich bin in die Turnhalle gegangen. It's a fine piece, but you need to clean and sharpen it. It looks like no one's used it for at least 20 years. Ja, also wir müssen das Chakram erstmal reinigen, damit wir es benutzen können. Oh Mann, ich nehme mal die Stecker mit. Und lese mal im schlauen Buch. Aha. Heute habe ich Dinge gelernt, die mein Leben auf den Kopf gestellt haben und die alles erklären, was seit dem Tod meiner Mutter passiert ist. Ich bin ein Wächter und ich habe deren Bestimmung und ihre einzigartigen Fähigkeiten von meiner Mutter geerbt. Diese Fähigkeiten erlauben es den Mitgliedern des Ordens, viel länger zu leben als normale Menschen und so gegen die dunklen Mächte zu kämpfen. Ja, wenn man dann aber schon mit 50 Jahren an Arthrose oder so leidet, ist das aber auch schon ein bisschen übel. Sehe ich wie ein Held aus einem chinesischen Actionfilm aus. So, sie kämpft schon mal mit ihrem komischen Teil. Huch. Guck mal, hier das Chakram. Achso, erst reinigen. Dafür haben wir wahrscheinlich die Schüssel. Tschüss, ich bin da mal weg.
Hier waren wir noch. Doch, hier waren wir schon. Und hier komme ich nicht rein, aber doch, ich komme jetzt hier rein. Und wir haben hier ein Geschichtsbuch. Vor langer Zeit, als noch niemand die Jahre oder die Jahrhunderte zählte, da sahen Menschen etwas, das aussah wie ein Wunder. Die Sonne verdunkelte sich und ein himmlischer Stein fiel zur Erde. Aber das war kein himmlisches Wunder, denn der Stein brachte böse Wesen in die Welt. Die Dunklen waren unbesiegbar, nichts konnte sie aufhalten und die Menschen verloren die Hoffnung auf Rettung. Verzweifelt baten sie die Götter um einen Krieger, der in der Lage war, die bösen Wesen zu besiegen. Und ihre Gebete wurden erhört. So wurde Zara, die erste Wächterin, geboren. Sie besaß unglaubliche Kraft und Geschicklichkeit, mit denen sie die dunklen Legionen bekämpfte. Seit damals stießen weitere Auserwählte hinzu und kämpften an ihrer Seite um das Schicksal der Menschheit. Die erste Wächterin Zara formte aus Sterngestein eine Waffe genannt Chakram. In ihren geschickten Händen war das Chakram die ultimative Waffe gegen die dunklen Legionen. Jeder neue Krieger stellte sein eigenes Chakram aus Sterngestein her, das von Generation zu Generation weitergereicht wurde. Jeder neue Krieger. Da müssten wir theoretisch eigentlich auch ein eigenes Chakram herstellen. Aber wir bekamen das von unserer Mutter. Aber, naja, ich hinterfrag das jetzt erstmal nicht. Der Kampf gegen die bösen Mächte war gnadenlos, denn die dunklen Truppen schienen schier endlos. Da versammelte Zara alle Krieger und vereinte sie im Kampf gegen das Böse. So gründete sie den Orden der Wächter. Aha. Also am Anfang waren nur Einzelpersonen, die das irgendwie bekommen haben, sozusagen. Erinnert mich so ein bisschen an Buffy, die Jägerin, die ja dann auch alle Jäger, warte mal, was waren denn das? Jägerin? Ja, genau, versammelt hatte, um gegen die Finsterlinge und so zu kämpfen. Später wurde Zara im Kampf getötet und das erste aller Chakrams ging verloren. Der Orden verzweifelte aber nicht und hörte auch nicht auf zu kämpfen. Der Krieg wurde bis auf die moderne Zeit weitergeführt, verborgen vor den Menschen der meisten. Nee, Quatsch, verborgen vor den Augen der meisten Menschen. Okay, also das erste Chakram ist verloren. Hier brauchen wir erstmal. Ein Teil. Hier können wir irgendwas herstellen. Werden die Chemikalien in der Lage sein, mein Chakram zu reinigen? Ich muss die fehlenden Sachen suchen. Was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen die Schüssel. Toll. Eine Schüssel. Ein Stecker. Oder so. Ach, das müssen wir da anschließen an Chakram? Hä? Das Chakram zu reinigen wird einfach werden. Befolge einfach die Anweisung. Ich nehme mal den leeren Krug Wasser. Fülle mir mal Salz rein. Ein bisschen Soda. Nee, doch. Nee, das erstmal. Okay. Also wir haben jetzt ein sauberes Chakram. Ja, steht auch noch da. Ein wenig Puder sollte mir ermöglichen zu sehen, welche Zahlen ich drücken muss. Okay, Puder haben wir auch noch nicht. Ey, was für eine Bibliothek. Die würde mir auch gefallen. Dann gehen wir mal zum... Da. Genau, zum Tisch. Und spielen... Ach, spielen wir nicht. Okay, ich dachte schon, wir müssen Schiffe versenken spielen. Wir haben ein Puzzlestück bekommen. Können wir schon mal einsetzen. Tja, und dann müssen wir wohl doch kämpfen gehen. Meine Ohren. Oh. Ja.
Bitteschön. Let's begin your training. Ja, danke auch. Finde ich auch so einen coolen Anzug. There are monsters among them. Find and kill them. I'm joking. Newbies can't see monsters. We usually give them an elixir that grants them special abilities. Super keen eyesight, super fast reactions and the like. But some new warriors insist on finding them on their own. It's much harder. Would you like to try? Tja, mit Elixier, ohne Elixier. Wir nehmen natürlich ohne, ist ja klar. Ich würde auf jeden Fall den Koch ausmachen. Der sieht mir sehr, sehr unheimlich aus. Okay. Klicke auf den Schieber, um das... Ach, auf den Schieber wahrscheinlich. Bewege die Maus nach oben und unten und halte den Schieber im grünen Bereich, bis der Balken voll ist. Das verlangsamt die Bewegung der Ziele. Klicke die linke Maustaste, um die Ausbildung zu stoppen. Also, auf den Schieber müssen wir klicken, um das Training zu beginnen. Nach oben und unten halte den Schieber im grünen Bereich. Nein. Will you be able to recognize the monsters? Nee. Ich dachte, ich bin auserwählt und kann das ohne. So. Um das Training zu vollenden, wirf das Chakram auf das Monster. Na, guck mal, der kam mir noch gleich so cool. Perfect. Your uniforms are ready for you. Ja, wir kriegen einen Latexanzug. So, die Jagd beginnt. Wo ist mein Anzug? Das ist doch wohl nicht das hier. Das will ich aber nicht anziehen. Okay, wir haben den Schrankschlüssel. Aha, da müssen wir erstmal hin. Zum Kleiderschrank. Uiuiui. Jetzt wird's aber hier. Oh Gott, YouTube wird mich wieder sperren. Und die Handschuhe sind auch noch kaputt. Was geht hier vor? Was ist mit den Wächtern geschehen? Und warum ist deine Kleidung kaputt? The keepers. They've vanished. What happened? I don't know. Every sister born in ancient times disappeared. Tja, alle Wächter sind verschwunden. Das heißt, okay, wir sind die erste Wächterin. What should we do? There's another way out of here. Find it. And I'll try to find the one responsible for the disappearances. As soon as you find the way out, meet me at the bridge. Here, take this potion. You might need it. Okay, wir haben erstmal wieder ein Gebräu getrunken, um wahrscheinlich die Monster zu sehen. Wir sollen Ausgang nach draußen finden und sie auf der Brücke treffen. Jetzt frage ich mich ernsthaft, warum sie uns nicht mitgenommen hat. Das ergibt doch jetzt so viel Sinn auch nicht. Hier ist eine Kamera, die große Schwester beobachtet dich. Die große Schwester, ich verstehe. Können wir hier die Brille einsetzen? Nee, können wir nicht. Und so, was haben wir bekommen? Puder, aha. Dann gehen wir doch nochmal... Nee. Hier gehen wir nämlich mal hin. Können wir noch eine Brille aufsetzen? Nee. Also ich sehe hier zwei. Oh. Okay, der war schon mal falsch. Hä?
keine Ahnung. Zwei Dinger sind, oder? Nee, Moment, der ist ja auch noch. Also der zuerst, dann der und dann der. Ja, und der letzte. Eins vielleicht. Mhm. So, was haben wir bekommen? Ein Puzzlestück. Wer ist sie denn hier aber? Du kannst einen Krieg verschieben, aber niemals eine Maniküre. Ich bin dann mal weg. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Okay. Dann haben wir hier ein Puzzlestück. Kann das hier rein? Jawohl. Das Menü vor der Gaststätte hatte dasselbe Bild mit den Gläsern. Das muss ein Hinweis sein, wie man dieses Puzzle löst. Echt jetzt? Da war ein Hinweis? Okay, da steht aber ein neuer Eintrag. Die seltsamen Dinge, die mir passiert sind, sind offenbar noch lange nicht vorbei. In einem Wimpernschlag hat sich alles um mich herum verändert. Das gesamte Zimmer ist verschwunden. Schlimmer noch, viele der Wächter sind mit ihm zusammen verschwunden. Warum hat dieses Ereignis nur die älteren Wächter getroffen und die Teile des Gebäudes, die vor Jahrhunderten erbaut wurden? Gute Frage. Gucken wir mal kurz. Nee. Ich sehe hier keinen Hinweis. Ach so. Och, jetzt ernsthaft? Das ist doch jetzt nicht wahr. Setze das Puzzle zusammen, indem du die Teile vertauscht. Ja, das kann da unten. Ach du meine Güte. Es kann ein bisschen dauern. Ich glaube, das muss nach oben. Ich bin mir aber nicht sicher. Nee, der passt nicht. Der passt auch nicht. Das passt eigentlich auch nicht. Also hier ist auf jeden Fall irgendetwas Rundes. Ach, guck an. Ich glaube, aber es muss noch eine Etage tiefer. Ich glaube, hier muss noch was ran. Ja, die Flügel zum Beispiel. Sieht schon mal ganz gut aus. Aber was kommt nach oben? Das kommt auf jeden Fall nach unten, glaube ich. Ne, hier hin. Dann kommt es dahin. Sieht ja eigentlich schon mal gar nicht so schlecht aus, aber irgendwo habe ich noch einen Fehler drin. Aha. Eulenförmiger Schlüssel. Oh Gott, wofür war denn der jetzt nochmal? Nee. Ich glaube, hier war nichts weiter. Hier konnte man auch nichts nehmen. Nee. Okay, muss ja dann in dem anderen Raum sein.
In dem hier. Ach, natürlich, für den Vogelkäfig ist ja eigentlich auch logisch. Den Vogel lassen wir einfach mal da drin. Und wir haben einen Schlüsselbund bekommen. Damit können wir dann irgendwas aufschließen. Was es genau ist, weiß ich noch nicht. Aber das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.